Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder mein aufgebraucht und platt gemacht Video für dich. Und da es etwas länger werden wird, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde mich vorarbeiten von Kopf bis irgendwann woanders. Hier sind auch Timestamps drin und ich würde sagen, ja, wir starten. Zuallererst habe ich natürlich Haarprodukte verwendet. Da starte ich doch einfach mal mit einem Flop-Produkt. Das ist eine Haarmaske, eine Hydrating Hair Mask von Hello Body. Das ist die Coco Shine. War im Trash-Paket drin. Habe ich angewendet. Das ist eine Fettbombe, ne? Also da habe ich so fettige, strähnige, furchtbar ölige Haare von bekommen. Auf gar keinen Fall ein Produkt, was ich empfehlen würde, wenn man lange, feine Haare hat. Also, oh je. War nicht gut. War wirklich nicht gut. Das habe ich auch nicht leer gemacht. Das habe ich einmal angewendet und kommt jetzt weg. Das war ganz gruselig. Ja, ich habe hier meinen gelben Sack hängen. Ich hoffe, dass der irgendwie hält. Irgendwann wird er runterfallen. Dann habe ich Invisio Bobbles leer gemacht. Das sind ja meine Telefonkabel-Haargummis, die ich immer am liebsten verwende. Das waren jetzt die Originalen. Und ja, habe ich auch den Adventskalender von aufgemacht. Haben mir sehr gut gefallen, mag ich gerne, kaufe ich immer wieder. Und man kann die immer wieder reaktivieren, dass man quasi die, wenn die halt so ausgeleiert sind, in heißes Wasser, kaltes Wasser, heißes Wasser, kaltes Wasser, dann ziehen die sich so wieder zusammen. Das kann man eine gewisse Anzahl von Malen machen. Und irgendwann sind dann quasi die Moleküle so sehr gebrochen, dass sie sich nicht mehr richtig zurückziehen oder dass sie irgendwann dann, ne, nicht mehr, die fusseln halt nur noch so rum. Deswegen, aber die habe ich leer gemacht. Einen habe ich davon noch drin. Klasse, ich liebe sie. Ja gut, der gelbe Sack sagt jetzt schon ciao. Mensch, das war aber anders geplant, lieber gelber Sack. Machen wir mal so. Dann habe ich leer gemacht eine Spülung. Das ist von Balea Schönheitsgeheimnisse, die verwöhnte Spülung mit Rosenwasser gewesen. Habe ich von der lieben Bunny geschenkt gekriegt. Die hat mir ganz gut gefallen. Ich verwende immer Spülung, nachdem ich Shampoo verwendet habe. Ich höre auch immer wieder, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, dass man auch eine Spülung verwenden soll, nachdem man eine Haarmaske verwendet hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haare das dann nochmal brauchen. Ich denke, dann sind die Haare bei mir auf jeden Fall überpflegt. Mache ich nicht. Die fand ich ganz okay. Ich mochte den Duft sehr gerne. Die Pflegewirkung war auch okay, aber halt nicht überragend. Aber ja, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Produkt, ne? Fand ich ganz gut. Dann habe ich etwas näher gemacht und zwar im Duo von Miu. Das ist ja von Xylator, von der lieben Julia, eine Marke, ich weiß gar nicht, produziert die überhaupt noch was? Gibt es die Marke an sich noch? Weil ich finde die irgendwie auch gefühlt gar nicht mehr. Ja, das war die Catch Your Summer Wave Edition, die war mal in der Pinkbox, glaube ich, mit drin. Ich mag die. Die haben eine tolle Pflegewirkung und mir, also meinen Haaren gefällt das einfach sehr, sehr gut. Ich mochte den Duft auch richtig gerne. Ich mag es hier, dass wir hier dieses Rausdrückvieh haben, ne? Das mag ich gerne. Ich mag es einfach gerne. Ja, für floral duftendes Haar, für normales und trockenes Haar, das ist halt voll für mich, ne? Und das in Kombi verwendet ist klasse. Jo, ne? Mochte ich halt. So, dann habe ich etwas verwendet, was ich nicht so gerne mochte, denn von diesen Foamy-Viechern bzw. von festen Shampoos merke ich mittlerweile, dass meine Kopfhaut das einfach nicht so gerne mag. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft keine mehr verwenden. Das trocknet meine Kopfhaut nämlich so sehr aus, dass ich da richtig schuppige Stellen von bekomme. Wir haben uns ja immer mal wieder gefragt, woher die so kommen, gerade hier hinten so an meiner Rückkopfhaut, sage ich mal. Und mittlerweile meine ich, dass das hiervon kommt. Also von nicht von diesem Produkt explizit, sondern allgemein von festen Shampoos oder so, ne? Deswegen werde ich die nicht weiter verwenden. Das habe ich aber aufgebraucht. Festes Shampoo für feines Haar, vielleicht Volumen mit Acai-Beere. Das mochte ich auch vom Duft, auch von der Schäumungswirkung her war das okay. Aber wie gesagt, das hat meine Haare ausgetrocknet und auch meine Kopfhaut. Und da man Shampoo ja vor allem an der Kopfhaut anwendet, ne? Also vor allem sollte man das ja hier oben anwenden. Das war nicht gut für mich, ne? Etwas, was aber gut für mich war, ist das hier gewesen von Color Wow. Das hatte ich auch irgendwie in der Look Fantastic Box oder so drin. Dieses Dream Coat habe ich als Leave-In-Conditioner verwendet. Also quasi, nachdem ich meine Haare gewaschen habe, habe ich das ins Handtuch trockene Haar gegeben, um dann halt besser durch meine Haare durchkämmen zu können. Zeitweise war es ja auch relativ kalt bei uns und deswegen habe ich dann wieder meine Haare geföhnt. Das heißt, ich habe das aufgetragen und danach meine Haare geföhnt und konnte dann auch die richtige Wirkung davon erleben. Weil eigentlich verwendest du das, bevor du dich föhnst und dann entfaltet es so richtig seine Wirkung. Ich lasse meine Haare ja normalerweise lufttrocknen.
Aber es war halt so kalt und ich stand kurz davor, einen Schnupfen zu kriegen. Und da habe ich halt gemerkt, wie wundervoll meine Haare dadurch werden. Dieser Glanz und diese Seidigkeit, diese Geschmeidigkeit fand ich mega geil. Geiles Produkt. So, dann habe ich auch wieder so eine Art Haarkur leer gemacht. Lee Stafford Power Shots. Das ist so ein Ding gewesen und da waren 15 Anwendungen drin. Das waren, eins habe ich hier auch noch leer reingetan, so Nupsis. Das war wie so ein Öl, aber richtig cool. Also ne, wie so eine Ampullengeschichte quasi. Und da habe ich mir das Produkt dann rausgenommen und in die Haare, in die Haarlängen, ins handtuchtrockene Haar eingetragen und so. Ne. Die Haare sind davon nicht irgendwie fettig geworden. Das war super angenehm und sie haben schön geduftet. Das hat echt ne, ein tolles Ergebnis gemacht. Mag ich gerne. War aber, glaube ich, auch gar nicht mal so günstig. Ja, aber könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Dann habe ich, hier ist natürlich ein Haar dran, von Speciology Shampooing Reparateur, also quasi ein Protein und Keratin und Argan und hast du nicht gesehen Shampoo. Das müsste in der Blissim-Box drin gewesen sein. So kleine Shampoos verwende ich gerne dienstags und freitags, bevor ich meine Haarkur verwende. Und da hat mir das ganz gut gefallen. Das hat ein schönes Ergebnis gemacht. Das war so ein leichter Frisch vom Friseurgefühl. Und ja, ne, der Duft ist halt wie so oft bei solchen Produkten etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ich mochte es eigentlich vom Ergebnis her. Dann habe ich hier eine kleine Mini-Geschichte aus dem Isana Adventskalender vom letzten Jahr aufgebraucht. Isana Arganöl und Cranberry, eine 1-Minuten-Haarkur. Ich habe aufgeschrieben, schnell viel Produkt, gute Pflege. Läuft. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber diese 1-Minuten-Kuren finde ich immer sehr praktisch, weil manchmal, ja, ich lasse mir immer im Badezimmer relativ viel Zeit, aber manchmal muss es auch ein bisschen schneller gehen und da kam mir das eigentlich auch ganz gelegen. Wie gesagt, sehr viel Produkt drin, da muss man ein bisschen schauen, weil wirklich aufteilen kann man sich das jetzt nicht unbedingt, ne, weil du schneidest es auf und dann ist es da. Man kann es auch in Pöttchen umfüllen, zum Beispiel von dieser Haarkur-Geschichte, was ich da jetzt gerade gezeigt habe, so ein leeres Pöttchen. Da kann man dann solche Überschüsse einfach reinmachen. Genau. Und dann später nochmal verwenden. Dann habe ich hier von Christophe Robin, das Aloe Vera, so eine Haarmaske gemacht, Hydrating Melting Mask mit Aloe Vera. Ja, das fand ich ganz gut. Duft und Pflege toll. Frisch vom Friseur, habe ich mir auch aufgeschrieben. Keine günstige Marke, hat aber auch definitiv keine schlechte Pflege gemacht. Ne? Also das war schon nice und ich freue mich, wenn ich sowas auch in Adventskalendern drin habe oder wenn ich das irgendwie in Boxen drin habe. Selber kaufen, eher weniger, weil dafür ist es mir einfach zu teuer. Ne? Deswegen, ich stehe auf Boxen. Auch das kommt aus dem Isana Adventskalender vom letzten Jahr. Auch da ist ein Haar dran. Meine Herren, warum sind an Haarprodukten immer so viele Haare dran? Die Seidenglanzspülung von Isana, die war okay. Ne? Also ich mag nicht so gern die Spülungsgeschichten von Balea und Isana, weil die halt, wenn ich die langfristig verwende, also so eine ganze Geschichte davon aufbrauche, kann das dazu führen, dass meine Haare dann auch ein bisschen trockener werden. Bei der Schönheitsgeheimnisse-Geschichte, die ich euch eben gezeigt habe, hat das alles gut funktioniert. Bei dem hier war es halt okay, aber es waren auch nicht so super viele Anwendungen drin. Ne? Also da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Manche vertrage ich eher weniger. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht, ebenfalls von Lee Stafford, das Heat Protection Shine Mist, genau, original. Und da ich ja jetzt ab und an da einen Föhn rausholen muss, da habe ich das dann auch verwendet. Ich verwende halt immer vom Föhn gerne auch etwas, nicht nur so Leave-In-Conditioner-mäßiges, sondern halt auch etwas, was mir so einen Hitzeschutz noch mitgibt. Ne? Weil da gebe ich ja Hitze an mein Haar und dann kommt mir das ganz gelegen. Ja, fand ich okay, ich mochte den Duft auch sehr gerne und ja, war ein gutes Produkt. Und dann habe ich hier ein weiteres kleines Shampoo aufgebraucht von Morning Street Strengthen and Shine mit Argan und Morula-Öl. Hier habe ich drauf geschrieben, top, das hat mir richtig gut gefallen. Auch das müsste in der Blissim-Box oder so drin gewesen sein oder in einem Adventskalender. Ich weiß nicht, das sind halt diese kleinen klassischen Größen, die ich dann gerne dienstags und freitags verwende und aufbrauche. Dann habe ich hier noch das ein oder andere verrückte Produkt drin. Das ist von Brio Geo, ein Don't Despair Repair Öl quasi. Da musste man wirklich mit aufpassen und konnte nur ganz, ganz wenig, nur ebenso in die Spitzen und ganz bisschen in die Längen einarbeiten, weil das auch sehr, sehr ölig war. Hat aber schöne Haare gemacht. Also das definitiv. Das war eher so wie eine Leave-In-Haarkur, würde ich das einfach mal beschreiben. Denn wenn ich das halt verwendet habe und dann danach das nächste Mal die Haare gewaschen habe, hatte ich richtig schöne Haare. Es war schon pflegend, ne? Oh, das ist aber Glas.
Dann habe ich hier noch etwas aufgebraucht. Da habe ich euch, glaube ich, sogar auf Instagram auch ein Foto zu gepostet oder eine Story, ich weiß es nicht. Barefruits Flamingo Hair Mask and Cap Smooth and Soft. Das fand ich ziemlich witzig. Das hat auch wohl Pflege gegeben. Ich habe diese Kappe auch aufbewahrt mit dem Flamingo. Die ist mir aber mittlerweile kaputt gegangen, weil ich die halt wirklich häufig dann verwendet habe und dann auch wirklich dann damit durch die Gegend gelaufen bin bei uns zu Hause. Und das war halt dann immer sehr praktisch. Dann konnte ich die Haarkur halt machen oder halt die Haare anfeuchten, Haarkur reinmachen und die dann auch ein bisschen länger drin lassen und dann halt die Maske, also diese Haarkappe aufsetzen und dann schon mal mich abschminken und meinen Körper waschen und so weiter. Und ja, genau, aber mittlerweile ist die halt uppe. Hat mir aber gut gefallen. Ich fand die witzig, ne? Wirklich witzig. Hat er sich die ultimative Pflege gemacht, aber ne? War witzig. Dann habe ich etwas verwendet von Langhaarmädchen. Eine Haarmaske Moisture Care, Bambuswasser und Ginkgo. Die habe ich von der lieben Marion mal geschenkt gekriegt. Die fand ich ganz gut. Also das Produkt an sich mochte ich gerne leiden. Ich mag aber nicht diese Tubengeschichten. Das ist mir tatsächlich zu... mag ich nicht so gerne. Ne, finde ich ein bisschen kompliziert. Es bleibt nicht gut stehen, wenn du mal irgendwann Richtung Ende damit gehst und irgendwie kriegst du das Produkt da auch nicht so schön raus und irgendwie ist es halt auch nicht dieses Wellness-Feeling, wenn du da so eine Geschichte hast, ne? Aber gut, man kann sich das theoretisch ja auch umfüllen und dann halt verwenden, aber ja, gutes Produkt, wie gesagt, und da war halt unheimlich viel drin, 250 Milliliter, ne? Sehr frischer Duft tatsächlich. So, die Haarprodukte sind dann somit schon mal leer und dann geht's jetzt weiter mit dem Gesicht. Dann trinke ich mir aber erstmal einen Schluck. Prost! Beim Gesicht habe ich hier sowohl Gesichtsreinigung als auch Gesichtspflege mit drin. Masken und Ampullen und sowas habe ich gleich separat. Ich beginne mit etwas, was ich liebe, liebe, liebe und immer wieder nachkaufe und auch schon im Backup da habe. Von Rosens, das Rosenwasser. Ich mag das einfach. Das tut meiner Haut gut. Ich verwende das einfach als Toner. Morgens wasche ich mir mittlerweile nicht mehr mein Gesicht mit normalem Wasser, sondern ich mache mir sowas einfach auf ein Wattepad und gehe damit über mein Gesicht. Das ist deutlich sanfter, als wenn ich das mit Leitungswasser machen würde, weil das einfach angenehmer für die Haut ist. Ne? Ich habe gemerkt, durch meine sehr sensible Haut, dass sowas mir einfach gut tut. Und ja, ich mag das. Ich mag das. Sobald meine Haut in Kontakt mit Wasser war oder gereinigt werden muss, verwende ich das eigentlich immer als ersten Schritt. Und das von Rosens, das Original, sage ich mal, ist für mich auch einfach unschlagbar, nach wie vor. Ist auch aktuell eins von Nivea, glaube ich, in Anwendung. Komme ich dann im nächsten Aufgebrauch-Video zu. Das gefällt mir nicht so gut. Dann habe ich etwas verwendet, das ist jetzt ein neues Produkt von Catrice im Sortiment. Wash Away Make-up Remover Pads. Die habe ich natürlich nicht aufgebraucht, sondern nur ausgepackt und in Anwendung. Mir gefallen die von der Oberfläche her ganz gut. Die lassen sich auch schön reinigen. Auch in der Waschmaschine werden die sauber, werden sich natürlich irgendwann gräulich verfärben, weil ich die ganz normal zu 60 Grad Wäsche mit dazu gebe. Aber das gefällt mir erstmal soweit. Ich habe auch schon damit abgeschminkt, also teilweise mit Wasser und diesen Pads einfach zum Beispiel Lippenstift runtergenommen oder sowas, wenn ich dann einfach mal, wie jetzt zum Beispiel, ne, ich habe Lippenstift drauf, nachher muss ich eine Maske tragen und dann wird alles verschmieren, also nehme ich mir erstmal den Lippenstift dann wieder runter. Dafür sind die wirklich gut geeignet oder halt, um auch Toner aufzutragen oder wenn ich halt, gleich kommen wir dazu, mein Abschminkbaum nicht unter der Dusche abwasche, sondern halt am Waschbecken. Manchmal hat man das ja, dass man sich dann abends das Gesicht reinigt und vielleicht morgens erst duschen gehen möchte, so am Wochenende oder so. Auf jeden Fall mag ich die an und für sich sehr gerne, aber das Problem ist, dass die halt nicht so gut vernäht sind. Das heißt, du hast halt zwei verschiedene Reihen, ne, die halt an den Seiten zwar vernäht sind, aber nicht hier so zwischendrin. Das heißt, wenn ich das dann über mein Gesicht führe, dann wubbelt das so ein bisschen. Dann hast du vielleicht auch mal die Naht da auf dem Gesicht. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Deswegen sind die jetzt nicht so meine absolut präferierten Abschminkpads. Einfach aus diesem Grund. Dann habe ich etwas verwendet und zwar ist das ein Produkt von Kronos gewesen. Kronos Natura Aqua Auto Replenish Gel Hydrator habe ich verwendet als Moisturizer. Also quasi nach dem Serum und vor der Tages- oder Nachtcreme. Das hat meiner Haut wirklich in Momenten, wo sie sehr viel Feuchtigkeit brauchte, ordentlich viel Feuchtigkeit gegeben. Nachkaufen würde ich es mir aber nicht, weil dafür war mir das irgendwie nicht bäm genug. Ne? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Hatte so eine richtig schön gelige Konsistenz. Das hat sich auch gut auf dem Gesicht verteilen lassen. Hier steht auch drauf, Lightweight, Refreshing, Ultra Hydrating. Hat es wohl gemacht. Ne? Ist ein schöner Glastiegel, hat mir gut gefallen. Und hier Deckel, ne? Plastikmüll. Das ist ja auch Deckelplastik, ne? Und
Und das andere ist Glas. So, jetzt kommen wir zu Produkten von Beauty Mates. Da möchte ich euch auch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habe ich den Selbstbräuner Booster leer gemacht. Das ist der hochkonzentrierte mit DHA und Vitamin E. Hier ist einfach eine kleine Geschichte zu erzählen. Den Selbstbräuner Booster verwende ich tatsächlich nicht nur im Gesicht, sondern hauptsächlich an meinen Beinen, an den Unterschenkeln, weil es ist einfach schön, wenn man keine kalkweißen Beine hat, die teilweise einfach lila sind durch irgendwelche, was auch immer, wie nennt man das, weiß ich nicht, wenn man so Gänsehaut hat, und dann habe ich, die sehen bei mir halt wirklich sehr, sehr weiß aus. Die werden auch nicht braun, wenn ich sie in die Sonne halte. Dafür muss ich halt wirklich zu sowas greifen. Normalerweise mag ich keine Selbstbräuner, weil Selbstbräuner machen irgendwie so einen orangen Schleier bei mir, und Selbstbräuner sind irgendwie so, die stinken und ich finde nicht unangenehm. Das war aber da tatsächlich nicht so, und ich habe das erst im Gesicht angewendet und fand das so phänomenal geil, dass ich dann mir gedacht habe, gut, dann probiere ich das mal aus. Und wenn ich dann halt so eine Capri-Hose getragen habe oder einen Rock oder sowas, dann habe ich halt nicht immer zu einer Strumpfhose gegriffen, denn das habe ich auch im Hochsommer recht häufig gemacht. Und als ich das dann angewendet habe, alle 2 Tage 2 Tropfen einfach in die Bodylotion mit einzugeben, an den Beinen halt, ne, habe ich gemerkt, wie cool das einfach ist. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Hier haben wir halt das Gute mit dabei. Du hast dieses DHA und du hast das Vitamin E. Ich habe mir dazu ein bisschen was aufgeschrieben, weil es ist eine Kooperation. Claudis Welt gibt euch ein bisschen Rabatt. 20% Rabatt, das ist ein Affiliate-Rabattcode. Ihr könnt aber halt damit ein bisschen sparen, ne? Und ich bekomme eine kleine Provision dadurch. Ich mag die Booster und ich mag auch die Cremes von Beautymate sehr gerne. Und wie gesagt, hier haben wir Vitamin E, das ist für den Zellschutz, und DHA, das ist dafür, damit die Bräune tiefer in die Haut einziehen kann. Das finde ich ziemlich cool. Und du hast ja auch noch Aloe Vera mit dabei, was Feuchtigkeit spenden wird, ne? Und das hat mich halt irgendwie so ein bisschen glücklich gemacht, und auch meine Beine, ohne Witz, es ist einfach traumhaft. Wenn man das im Gesicht verwendet, sollte man vorher sein Gesicht peelen. Und da gibt es ja dieses Set, ne? Das gibt es ja, kann man im Set-Konfigurator sich entweder zusammenstellen lassen oder halt selber das Set auswählen. Peel and Tan heißt das, mit dem AHA Glow Booster. Hier haben wir drin AHA und BHA. AHA ist die Glykolsäure, glaube ich. Warte mal. Oh Gott, ja, Glykolsäure, die ist für die Hauterneuerung. Und BHA ist für die Hautreinigung. Genau. Und das hast du hier halt mit dabei. Das macht halt so eine ganz leichte Hautreinigungsgeschichte. Das ist ein leichtes Peeling, ne? Verwende ich im Gesicht, aber auch das nur also 2-mal in der Woche, ne? Weil es halt ein chemisches Peeling. Und das beides halt in Kombi ist fürs Gesicht optimal. Wenn ich den Selbstbräuner Booster auf die Beine aufgetragen habe, habe ich natürlich ein mechanisches Peeling für die Beine verwendet. Genau. Und man kann die Produkte solo verwenden, beziehungsweise den Selbstbräuner Booster besser nicht, weil das ist halt einfach zu stark dann, ne? Würde ich nicht empfehlen. Kann man machen, aber nicht bei meinem Hauttyp. Kann man im Gesicht dann super mischen mit der Beauty Mates Hyaluron Cream Boost. Habe ich hier für normale Haut, da hast du die Shea Butter drin, die einfach super reichhaltig ist und halt auch super viele tolle Inhaltsstoffe. Du hast bei Beauty Mates kein Rampampam, keine PEGs, keine Parfümstoffe, kein Rampampam. Was sind denn noch so Rampampam-Sachen? Keine Tierversuche, es ist vegan und es ist Wirkstoffkosmetik. Also die sind wirklich darauf spezialisiert, dass die nur gutes Zeug in die Produkte reinpacken, was man halt so wirklich braucht. Also ich glaube, hier hast du auch, glaube ich, nur so 6 oder 7 Inhaltsstoffe in dem AHA Glow Booster. Egal, schaut auf jeden Fall dort auf der Homepage vorbei, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, Claudis Welt gibt 20% Rabatt. Stellt euch da gerne euer eigenes Set zusammen. Oder lasst euch vorher bei der Hautanalyse ein bisschen beraten. Da könnt ihr einfach schauen, welche Bedürfnisse hat meine Haut und welche Produkte sind da für mich am besten geeignet. Genau. Jo, aber wie gesagt, den Selbstbräuner Booster habe ich jetzt leer gemacht. Kommt in so einer schönen Pipettenflasche, ne? Die Booster sind ja neu aufgelegt worden und mag ich gerne. Ist halt jetzt leer. So, dann geht die Party weiter. Ich habe ein, Gesichtsreinigungsvieh. Claudi30 gibt bei Jepoda 30% Rabatt. Müsste jetzt auch noch gültig sein. Da habe ich den Kornbaum leer gemacht. Der ist so toll mit Oliven und Kokosnussöl ist das quasi. Und da gehe ich mit einem kleinen Spatel rein, gebe mir das auf die Finger, bevor ich halt duschen gehe, ne, wärme das ein bisschen an und dann reibe ich das so ganz, ganz sanft über mein Gesicht, löse damit schon mal mein Make-up. Dann gehe ich nochmal unter die
unter das Wasser, mache dann so eine kleine Emulgierung, dass quasi das nochmal so ein bisschen minimal schaumig, glaube ich, sogar wird. Und dann stelle ich mich unter die Dusche und wasche das ganze Zeug runter. Und unter der Dusche verwende ich dann bei Double Cleansing nochmal ein weiteres Reinigungsprodukt. Aber hier, der Cleansing Balm ist leer. Ich habe aber schon wieder Nachschub bekommen. Ich liebe ihn sehr. Gutes Produkt, wirklich. Kann ich sehr empfehlen. Der riecht gut, der fühlt sich gut an und der hinterlässt ein schönes Hautgefühl. Die Haut ist nicht irgendwie super ausgetrocknet oder so. Und das ist mir persönlich auch immer ziemlich wichtig. Genau. So. Dann habe ich hier ein weiteres festes Produkt leer gemacht. Das ist von Foamy, feste Gesichtsreinigung für normale bis trockene Haut. Die fand ich ganz gut, milde Reinigung mit Aloe Vera. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, hat sich schön einfach, ne, machen lassen. Auch das konnte man sehr schön zum Double Cleansing verwenden. Das Problem bei der festen Gesichtsreinigung ist aber, dass du hier kein Aufhängevieh hast, sondern einfach nur so ein Festhaltevieh. Also da hätte ich mir ein Aufhängevieh eher gewünscht, tatsächlich. Aber gut, ne, nicht jeder hängt sich das ja unter die Dusche. Ich fand es aber cool, kann ich empfehlen, war auf jeden Fall angenehm zur Haut. Dann habe ich etwas von Dalton aufgebraucht, auch da habe ich ja eine Kooperation. Aktuell aber keinen Code, beziehungsweise, doch, es gibt einen Code, aber bald, wartet Montag ab. Okay, auf jeden Fall. Derma Control Clear Skin Creme. Hier eine regulierende Creme ist das gewesen. Die ist hauptsächlich dafür da, dass wenn man Unreinheiten hat, dass sie die Haut ein Stück weit beruhigt und ja, einfach Rötungen verschwinden lässt und alles wieder nice macht. Und ich glaube auch so ein bisschen, keine Ahnung, reinigend und so, ne? Mochte ich sehr gerne. Da musste ich nur ein bisschen aufpassen. Da konnte ich nicht immer Make-up danach direkt auftragen. Das heißt, es war eher so eine Nachtgeschichte für mich. Nach der Creme von Beauty Mates kann man auf jeden Fall super 1A Make-up auftragen. Nicht unbedingt, wenn man da vorher den AHA Glow Booster verwendet hat. Aber an und für sich, ne, ist es eine gute Make-up-Unterlage. Aber das leider nicht ganz so gut. Apropos Make-up, hier habe ich noch was zur Make-up-Entfernung und zwar von The Body Shop. Das hatte ich letztes Jahr im Adventskalender drin gehabt. Chamomile, das ist diese Cleansing-Butter. Die fand ich gar nicht gut. Also die hat mir nicht genug mein Make-up runtergenommen. Die hat das irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das nicht gut. Die hat Mascara nicht gut entfernt. Also wenn ich dann quasi aus der Dusche gekommen bin, trotz Double Cleansings, hatte ich Panda-Augen. Mochte ich nicht so gerne. Kann ich nicht so sehr empfehlen. Dann habe ich ein Peeling für die Lippen gemacht. Ich mag nicht so gerne Lippenpeelings. Jetzt meckere ich gerade auch ein bisschen. Lip Scrub von Innovet Peach Sugar. Ja, ist irgendwie nice, ne? Aber ich meine, gut, wenn man Liquid Lipstick drauf hatte und das halt sehr, sehr haltbar war und irgendwie, ne, dann hat man das auf jeden Fall auch gut gebrauchen können. Aber so selten, wie ich das verwende, gut, jetzt gerade zur Adventskalender-Opening-Zeit auf jeden Fall, weil da verwende ich fast jedes Mal irgendwie einen fetten Lippenstift, der auch ein bisschen länger hält. Aber an und für sich brauche ich kein Lippenpeeling. Normalerweise mache ich halt mein normales Gesichtspeeling damit drauf, jetzt aktuell eher weniger, weil bei Säurepeelings bin ich dann doch wieder ein bisschen vorsichtiger. Also vielleicht doch etwas. Ich bin da echt zwiegespalten, ne? Verrückt. Und draußen eskaliert gerade irgendwas. Okay, dann habe ich hier ein Serum verwendet, weil ich ein bisschen was zur Hautberuhigung haben wollte, weil ich hier auch so Probleme an meinem Hals hatte und auch in meinem Gesicht. Und da habe ich hier von Yogo B das Niacinamid Serum aufgebraucht. Ja. Das war ganz okay, fand ich jetzt nicht überragend. Also das hat keine extrem krasse Wirkung verursacht. Normalerweise denkt man ja bei Niacinamid, wow, was da für eine Wirkung hintersteckt. Geht, ne? Also war okay, würde ich mir jetzt nicht neu kaufen, aber hat mir nicht gefallen, wenn man das so sagen kann. Dann habe ich etwas verwendet, das habe ich von der lieben Alina im Tauschpaket bekommen. Alina Jasmin, liebe Grüße, gehen raus nach Österreich. Mein Detox Wunder Peeling mit Vitamin C und Tonerde. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich keine mechanischen Peelings mehr im Gesicht verwenden möchte. Und das hier war dann quasi das letzte, was ich dafür verwendet habe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch welche... Nö, ich glaube, ich habe sonst keine mehr. Genau. Das war okay, aber ich fand es schon sehr, sehr intensiv im Gesicht. Also es hat relativ runde Peelingkörner gehabt, ne? Das auf jeden Fall. Es war auch nicht so aggressiv wie manch anderes Peeling, was ich schon mal hatte, so Kaffee-Peelings oder sowas. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich würde es nachkaufen, ne? Also schwierig. Ich möchte halt keine mechanischen Peelings mehr verwenden.
Dann habe ich eine Gesichtsgeschichte leer gemacht. Wir sind immer noch bei Gesicht, Claudia. La Roche-Posay Atelios 50 Plus Creme habe ich aufgeschrieben. Okay, aber krümelt leicht und das finde ich dann halt blöd. Ne? Ich suche halt immer noch und ich habe im Prinzip ja durch die Dalton-Produkte gute Sonnenschutzprodukte, wonach ich auch dann Make-up auftragen kann. Aber ich suche immer noch so ein bisschen ein, was ein Tick besser ist. Das hier war es auf jeden Fall nicht. Dann habe ich hier noch etwas aufgebraucht, das hatte ich mal in der My Little Box drin. Masterlin Facial Tonic, super teuer, 15 Milliliter waren hier drin und das war ruckzuck leer. Geil, dass es ein Sprüher war, das hat mir gut gefallen. War auch okay als Toner, ne? Ich persönlich würde es jetzt nach wie vor präferieren, das Rosenwasser von Rosens zu nehmen. Also war okay als Erfahrung, aber ja, ist jetzt kein so mega, holt euch das Produkt, ne? Genau. Dann habe ich hier ein Gesichtspeeling aufgebraucht, Saturday Skin Rub It Up Refining Peel Gel, 15 ml, das hatte ich auch in der Box mal drin oder so, oder in einem Adventskalender. Das fand ich richtig toll, das hat meine Haut schön sanft gepeelt, das ist ein chemisches Peeling. Das kommt zwar raus und das sieht so aus, als hätte das auch mechanische Peelingpartikel, aber das hat es irgendwie nicht. Ich bin dann ganz vorsichtig über die angefeuchtete Haut damit gegangen und habe es ganz vorsichtig verteilt und einmassiert. Und ich habe dann auch richtig gemerkt, wie sich dann auch tote, abgestorbene Hautschüppchen so gelöst haben. Ne? Wahnsinns gut und ja, das hat mir richtig gut gefallen, aber ich glaube, dass es relativ hochpreisig ist, aber ich würde es mir nachkaufen, weil ich das so, so angenehm fand. Fand ich schön. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, das ist die Pre- and Probiotic Cleansing Milk von Balance Me. Auch das hatte ich mal in der Box mit dabei. Ich habe draufgeschrieben, dass es ein Stinky ist. Stinkt einfach das Produkt, ne? Ja, habe ich als zweiter Schritt beim Double Cleansing verwendet. Ja, wie gesagt, würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil war halt ein Stinker. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht von Eborian User Double Lotion. Das ist wie so eine Art Toner halt zu verwenden. Das hatte ich mal als Goodie irgendwie mit dabei. Das fand ich sehr, sehr interessant. Habe ich im Sommer auch gerne verwendet, wenn es ein bisschen wärmer war, weil das halt schon so ein, ja, weiß ich nicht, Zitronensorbet-Duft hatte. Das hat mir echt gut gefallen, obwohl ich keine zitrischen Düfte eigentlich mag, aber das fand ich gut. Und ja, mag ich. Die Marke mag ich auch sehr gerne, weil die sehr hautverträglich sind. Dann habe ich hier aufgebraucht einen Face Halo, The Perfect Gross Between Cotton. Okay, was war das denn nochmal? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Ist hier mit drin? Ist hier schon eine Weile drin? Keine Ahnung, wie es war. Soll auch mal vorkommen. Dann habe ich eine Augencreme aufgebraucht. Die habe ich aber quasi als Augenserum verwendet. Sackenteuer. Able Skincare 3-1 Glycolic Acid Molecular Boost Eye Serum. Ich glaube, das Ding kostet irgendwie 80 Euro oder so. Ich habe das unter Augencreme verwendet. Ich muss gestehen, dass das gut war. Ja, es war wirklich gut. Ich meine, gut, ich habe das verwendet und darüber habe ich mir ja noch eine Augencreme aufgetragen. Natürlich hast du da den doppelten Effekt, ne? Würde ich mir das nachkaufen? Nee, aber das hat schon gemacht, dass diese Mimikfältchen unter meinen Augen, ne, so ein bisschen minimiert worden sind. Das war schon ein gutes Produkt, ja, ja. Dann habe ich noch eine weitere Augencreme verwendet, das ist von Lovely, die Eye Cream mit Manuka-Honig-Extrakt gewesen. Die habe ich auch mal von der lieben Marion geschenkt gekriegt. Ja, die hat mir auch ganz gut gefallen, hat nicht so die intensivste Pflege gemacht, aber sie hat meiner Haut gefallen, habe ich ja in Kombi mit der anderen Augencreme, mit dem anderen Augenserum verwendet. Das war schon eine schöne Kombi, wirklich, das war echt gut. Aber alleine angewendet hat die nicht die Wirkung gehabt, tatsächlich. Aber war okay, gibt es aber glaube ich auch nicht mehr. So viel zum Gesicht. Die nächste Kategorie sind Masken und Ampullen und so. Wie sollte es auch anders sein? Meine absolute Lieblingsmaske von Dalton habe ich auf jeden Fall aufgebraucht. Ich glaube, da habe ich auch noch ein paar mehr von drin gehabt. Die Hydrolift Face Care Biozellulose Maske ist einfach ein Träumchen. Ich finde die klasse. Sehr, sehr geiler Verwöhnmoment. Bestes Vlies in Anführungsstrichen überhaupt. Das ist so wie so ein bisschen dickeres Gelee. Aber fest und so pflegend, so geil. Ich bin sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass ich eine Kooperation mit Dalton habe. Also vielen, vielen Dank, liebes Dalton-Team, dass ihr mich zu euch genommen habt. Ich fühle mich wie so ein kleines Findelkind. So, dann habe ich diese wunderschönen Ampullen hier leer gemacht. Die von How Cosmetics Chels Secret Mimic Lift 7-Day Cure.
Ihr werdet gleich sehen, dass ich immer noch dabei bin, diese Produkte anzuwenden, denn ich habe erst 4 Tage lang das Produkt angewendet und 4 Ampullen sind hier schon gemacht worden und die anderen 3 sind noch bei mir im Badezimmer. Die How Cosmetics Produkte gibt es bei Purish und da spart ihr mit meinem Gutscheincode Claudiswelt 15% und ja, ist auch ein Affiliate-Rabattcode, ne? Das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Das wurde mir jetzt von How tatsächlich auch direkt zugeschickt und einfach mal zum Ausprobieren und es hat mir echt gut gefallen. Das ist sehr, sehr reichhaltig. Ich habe mir aber auch wirklich eine komplette Ampulle immer ins Gesicht gegeben. Das braucht eine Zeit, um einzuziehen. Ich habe dann in der Zeit immer so ein bisschen meinen Körper eingecremt und so weiter. Und wenn das dann eingezogen war, habe ich dann weiter fortgefahren mit meiner generellen Pflege, mir ein Serum aufgetragen oder halt einen Booster und darüber dann die Creme. Und hat das Mimikverhalten geglättet? Ich bin noch nicht am Ende angekommen. Schon so ein bisschen. Also um den Mund herum, also auf der Stirn, ne? Schon, ja. Würde ich schon so ein bisschen sagen. Aber es ist jetzt kein Wundermittel. Das sind die Produkte ja meistens nicht, ne? Genau. Hier habe ich dann natürlich Glas und Plastik zusammen. Und es ist eine schöne Geschichte zum Verschenken. Das Verschenken, das kann man auch nicht anders sagen, weil, ne, es ist dekorativ, es ist schön. Man packt sowas gerne ein, weil praktisch einzupacken, man packt es gerne aus, um es anzuwenden. Ich mag es. Und ich mag auch How. Und mit How arbeite ich im Prinzip auch schon zusammen, seitdem es die Marke gibt. Also die haben mir ganz am Anfang auch ihr Pearl Shine Elixier zugeschickt, was ich hier auch gleich aufgebraucht haben werde. Mega. Also sehr interessante Marke. Dann habe ich hier ein Produkt aufgebraucht. Das ist eine Gesichtsmaske gewesen von Upcycle. Die Face Mask mit Fine Powder of Discarded Olive Stones. Also da sind Olivenstein-Puder-Geschichten mit bei gewesen. Das hat die Haut schön geklärt. Ich muss aber wirklich dazu sagen, dass man wirklich einen krassen Duft hatte. Duft gewöhnungsbedürftig, aber reinigt gut, habe ich aufgeschrieben. Wir haben hier unten so ein Glas, sehr, sehr dickes Glas und ja, es war halt sehr natürlich, ne? Hatte ich, glaube ich, in der Vegan Beauty Basket drin, da sparst du mit Claudi 5% immerhin, ne? Ja, fand ich aber ehrlich gesagt sehr, sehr gut, ne? Das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich eine weitere Maske aufgebraucht und zwar von Clarin, die hatte ich letztes Jahr im Adventskalender von Clarin, die Extra Firming Mask mit 15ml, leider nur okay, sehr parfümiert habe ich mir hierzu aufgeschrieben, also umgehauen hat sie mich halt nicht, ne? Ja, aber ja, es war auch, glaube ich, so ein bisschen lila im Gesicht, so ein bisschen feilchenmäßig, aber wie gesagt, nicht so das Nonplusultra. Dann habe ich hier von Fyris eine Ampulle aufgebraucht. Die hatten wir in der Beauty.at-Box, glaube ich, mal mit drin. Das war nur eine einzige Ampulle hier drin. Schimmer, aber nicht Glitzer. Gut und feucht. Ne? Hat mir wohl gut gefallen. Die habe ich verwendet, als es hier angefangen hat, dass mein Hals so ein bisschen ausgerastet ist. Ist übrigens tatsächlich stressbedingt gewesen. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie, dass ich ein Produkt nicht vertragen hätte, sondern Leute, ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin jetzt gerade kurz davor, meinen letzten Arbeitstag zu haben. Und deswegen bin ich halt hoch, so ein bisschen woanders mit meinen Gedanken manchmal. Und da ich halt ja so ein bisschen auch familiär und wie auch immer genetisch davor belastet bin, meine Mom hatte ja Neurodermitis, ne, oder hat Neurodermitis und hat das auch bekommen, als sie mit mir schwanger war, ist es natürlich so eine Sache, dass meine Haut super schnell auf Dinge reagiert, gerade auch so Stress oder was auch immer, wenn ich meine Mens habe, meine Erdbeerwoche, dann rastet das alles halt einfach aus, ne, und gerade dann halt im Gesicht, das ist fies, aber so ist das halt und da habe ich das halt angewendet und das hat mir gut gefallen. Ja, dann habe ich ein Produkt leer gemacht, was ich aufgeschnitten habe, weil sackenteuer von Avant. Harmonious Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask, die war geil, muss ich wirklich sagen. Habe ich auch in so einem Maskenvideo einmal um die Welt oder sowas ausgetestet mit euch zusammen. Da hat die mir schon echt gut gefallen und als ich sie dann wirklich aufgebraucht habe, wow, geiles Zeug. Die hat Feuchtigkeit gegeben, die hat mir einfach ein schönes Hautbild gegeben, die mochte ich. Die hat angenehm geduftet und war rosa und teuer. Ja, wenn ich dann Crememasken verwendet habe, habe ich dieses Produkt unter meinen Augen verwendet und es war immer super fancy und witzig, wenn ich dann Fotos davon auf Insta gepostet habe oder Insta-Stories gemacht habe. Folgt mir da übrigens sehr gerne. A-E-Y-P heiße ich da. Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja,
Dann habe ich nämlich immer das hier verwendet und keine Augenpatches oder sowas. Und dann haben die mich, also haben die mich, ne, die Zuschauer haben mich dann gefragt, also ihr habt mich dann teilweise gefragt, sag mal, was hast du da unter deinen Augen? Das sieht aus, als wärst du da dreckig. Nee, das ist halt dieses Produkt hier gewesen. Das lässt du im Prinzip auch nur ganz kurz drauf. Ja, und dann läuft das, ich weiß nicht, normalerweise 5 Minuten oder sowas. 8 Minuten steht hier drauf. Ja, ne? Ganz schnell und dann kannst du es abwaschen. Kannst du zum Beispiel auch super morgens verwenden, wenn du dabei bist, dir die Zähne zu putzen und so weiter. Ich mochte die sehr gerne. Ich habe jetzt auch wieder ein Backup, weil das letztens wieder in der Box mit drin war. Und die fand ich echt gut. Ne, das hat was gemacht und ich fand es nachhaltig, dass es halt in der Tube drin ist. Deswegen mag ich. Mundmaske ist die Marke übrigens. Das hier war jetzt eher weniger nachhaltig, war aber, habe ich von Nathalie gekriegt, Nathalie Nordbeauty, A Classic Hydrogel Eye Patches. Ja. Da hat sie nämlich gesagt, dass sie richtig klasse sind und das sind sie auch. Die waren echt gut. Oh mein Gott, ja. Wenn die so, also wenn das hier auch irgendwie mal so in so einem Pöttchen rausgebracht werden würde, ne? Heide nein, das wäre echt gut. Aber die haben halt so einen schönen Soforteffekt gegeben und halt auch so ein bisschen den Tag über die Augen schön aussehen lassen. Man konnte danach mega geil seinen Concealer auftragen und einblenden. Das fand ich schon nett. Dann habe ich auch gebraucht von Vita Masks eine Lippenmaske. Plump and Repair brennt. Vorzeitig runter, oh nein. Fand ich ganz furchtbar. Ja, warum? Ja, Lip Plumping, ne? Deswegen hat es wahrscheinlich gebrannt und das muss einfach nicht sein. War nichts für mich. Ja, dann habe ich von Starskin eine Plumping and Hydrating Dream Kiss Biozellulose Lipmaske gemacht. Für eine Lippenmaske ist es gut, habe ich mir aufgeschrieben. Ich bin kein Fan von Lippenmasken. Da mache ich mir doch lieber eine dicke Schicht von irgendeinem Lippenpflegestift drauf und fertig ist die Laube, ne? Aber naja. War auf jeden Fall besser als die von Vita Masks. Hier habe ich dann das zweite von Club richtig gut und aufpolsternd. Habe ich mir hier auch nochmal drauf geschrieben. Geiles Zeug. Dann habe ich von Neutrogena die Hydro Boost 2-in-1 Hydrogel Tuchaugenmaske gemacht. Das war schon ziemlich cool. Hydrogel mit Vlies hält sehr gut. Wundervoller, aufgepolsterter, frischer Effekt. Die haben mir auch offensichtlich sehr gut gefallen. Aber auch hier hast du wieder richtig viel Müll für. Ne? Weißt du Bescheid. Ja, wenn ich solche Augenpatches halt irgendwo mit drin habe, wenn sie als Goodie mit dabei sind oder in Boxen sind, ich verwende die halt, ne? Das wäre ja auch Verschwendung, wenn ich dann die wegtun würde. Gut, ich kann sie auch weitergeben, mache ich ja auch ab und an mal, aber es kommen so viele Augenpatches bei mir an. Die hier waren von Wishful, Eyelift and Snatch und die sind ganz gut und kleben sehr, sehr gut, aber Pflegeeffekt bekommt man auch mit normaler Augencreme oder Balea-Pads, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ne, da musst du manchmal einfach nicht so viel Geld dafür ausgeben. Einfach nur mal so. Auch das hier waren wieder so Augenpatches von Skimono Radiant Recovery 4C-Viecher. Die waren in einer tollen Form, so eine schöne C-Form. Das heißt, die waren hier so einmal rum. Das fand ich echt cool. C-Form fand ich witzig, aber effizient. Gut gepflegte Augen. Unten... Hä? Unten Lid, Augenbraue. Achso, das war quasi von dem unteren Lid, also das war hier konnte man das quasi auch drauflegen und ging dann hier so rum. Und das fand ich halt sehr praktisch, weil ich habe halt Schlupflider, ich habe morgens geschwollene Augen, da hat mir das einfach gut gefallen. 10 bis 20 Minuten drauflassen ist ja bei den meisten so. Und auch die Balea Hydrogel Augenpads habe ich leer gemacht mit Hyaluronwasser und Kaktusgedönsen, habe ich von der lieben Yvonne geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Das ist ja die liebe Mrs. X. Und ja, die waren okay. Ne? Also auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis hat hier gestimmt. Würde ich mir jetzt aber aufgrund von Nachhaltigkeit nicht unbedingt nachkaufen. Ja, Nachhaltigkeit ist dann sowas zum Beispiel, auch wenn die explizit jetzt nicht so gut waren. Ich habe welche, die du auch zum Beispiel bei Purish bekommst, von Meetson müssten die sein. Habe ich auch schon mal auch gebraucht, die sind richtig geil. Das hier sind jetzt iPads gewesen von Summerfood. Da hatte ich auch mal eine Kooperation mit der Firma. War ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Also die Kooperation, aber egal. Die hier, die waren, also die oberen waren relativ trocken. Und da habe ich mir auch gedacht, oh, 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 ob das was bringt, ne? Aber je weiter man nach unten ging, desto feuchter waren die halt noch. Und ja, die haben aber halt einen schönen frischen Kick gegeben. Habe ich im Kühlschrank aufbewahrt, hat mir gut gefallen. Doch, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil da gibt es halt so bei Purish tatsächlich bessere. Diese Maske von Yepoda habe ich auch aufgebraucht. Das ist die Seatox-Maske. Die ist echt geil. Das ist so eine richtig krasse, Detox-erfrischende Glow-Maske. Das ist mit User-Frucht, die wahrscheinlich alles hier so gelb eingefärbt hat. Und ja, Vitamin C. Das ist eine Schlammmaske, die Brightening macht, also aufhellend, mattifiziert.
mattifying, also mattierend und detoxifying. Und ja, die verwendet man dann am besten abends, weil danach sollst du nicht am besten nicht in die Sonne gehen. Vom Duft her, naja, ist nicht so ganz meine Welt, ne? Hat so ein bisschen nach meiner goldenen Milch gerochen. Wahrscheinlich ist ja auch irgendwie Kardamom oder sowas mit bei. Ne? Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, wenn man so einen kleinen Detox-Effekt für die Haut haben möchte. Und da ist halt echt lange und gut was drin. Ja, fand ich auf jeden Fall cool. Kann ich empfehlen. Und auch da, Claudi 30, gibt 30% Rabatt. Das Produkt von The Body Shop habe ich auch aufgebraucht. Das war auch irgendwie letztes Jahr im Adventskalender mit drin. The Body Shop British Rose Fresh Plumping Mask. 15ml waren hier drin. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Von Marion habe ich die gekriegt. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie ich die fand. Ah, doch. Das ist so eine flüssige Gel-Geschichte gewesen. Und die hat schon Feuchtigkeit gegeben. Doch, doch, doch. Die war gut. Die hat mir gefallen. So, dann habe ich hier von Glove, wieso sind die hier dran? Mask Remover, Mask of Effortless Beauty. Ach so, das war cool. Da habe ich Handpuppe mitgespielt. Das war dieses rosa Vieh. Und das verwende ich aber auch ganz normal zum Abschminken. Das musst du ja nicht nur für Maskenentfernung nehmen. Ne? Also gefällt mir gut, ist in reger Anwendung. Und immer wenn es wieder sauber ist, wird es wieder verwendet. Dann habe ich hier ein Produkt verwendet von der lieben Margret. Die hatte mir auch mal ein tolles Paket geschickt. Das ist eine Face Mask mit Kollagen und Q10. Das ist mit Vitamin C und E. Vitamin E haben wir ja gelernt, ist gut für die Zellerneuerung, ne? Zellschutz, Entschuldigung. Und das ist toll pflegend gewesen. Ohne Würstchen nach dem Abnehmen, nebelfeucht abtupfen. Was meine ich denn damit? Keine Ahnung. Dass man quasi die Maske so mit einem Tuch runternehmen konnte und dann einfach ganz nebelfeucht das Ganze abtupfen konnte, abwaschen konnte. Ja, okay, läuft. Und da waren halt relativ viel, 5 Applikationen waren hier drin, ne? Da war ganz gut Produkt mit dabei, hat mir auch gut gefallen. Dr. Susanne von Schmiedeberg, da hatte ich auch Hyaluron Gel iPads, habe ich aus der My Little Box gehabt, furztrocken und dick, aber festsitzend und glättend. Ja gut, also das furztrockene hat mir dann wohl nicht so gut gefallen und das glättende hat mir gut gefallen. Ja. Hä? Warum habe ich da so geteilte Meinung gehabt? Ich habe keine Ahnung. Manchmal weiß ich auch nicht, was die Vergangenheits-Claudi da alles aufgeschrieben hat. Dann habe ich hier was aufgebraucht von Physis. Das hatten wir eben schon. Das war die Ampulle. Dann haben wir hier die Ampullen von Oibos. Die fand ich klasse. Da habe ich eine komplette 7 Tage Ampullenkur gemacht. Die Sonne kommt raus. Bifas Hydro Boost. Das sind halt so kleine Ampullen, ne? Und die haben mir so gut gefallen. Die haben toll Feuchtigkeit gespendet. Auch das, ne, war so zum Shaken. Dann habe ich mir das in die Handinnenflächen gegeben, aufs Gesicht aufgetragen. Und das hat schön meine Haut gepflegt, durchfeuchtet und geholfen zu regenerieren. Und da habe ich 2, wahrscheinlich 7 von gemacht, ne? 6. Habe ich nur 6 davon gemacht? Wo ist denn die 7? Hatte ich nur 6? Man weiß es nicht. Hier, 7. Genau. Ich habe aber noch eine weitere Ampullengeschichte gehabt, und zwar von Dalton, die Hyaluronic Urea. Ja, ich habe halt einiges versucht, als meine Haut so trocken war. Und Urea hilft halt auch einfach, so ein bisschen diese ganze Feuchtigkeitsgeschichte zu machen. Irgendwas zu Urea, das ist Feuchtigkeitsbindung, genau. Die finden wir nämlich auch in der Hyaluron Cream Boost von Beauty Mates. Und Urea ist einfach eine ganz gute Geschichte für die Haut. Ne? Also du brauchst einfach auch irgendwas, damit die Feuchtigkeit auch im Gesicht drin bleibt und das Ganze auch nachhaltig pflegend ist. Und deswegen ist dieses Hyaluronic Urea halt einfach eine gute Geschichte. Mensch, ich sollte was trinken. Prost. So, jetzt sind wir fertig mit dem Maskengedönsen und so. Und jetzt kommen wir zu dekorativer Kosmetik. Da habe ich jetzt zuallererst was drin, was ich jetzt nicht aufbewahren werde. Ich bewahre ja alles an aufgebrauchter dekorativer Kosmetik auf, um es dann entsprechend am Ende des Jahres einfach mal gesammelt zu zeigen, um zu schauen, was habe ich überhaupt aufgebraucht. Ne? Hier habe ich von Isana die Nagellackentferner. Viecher, das sind so Dinger, da kannst du deinen Finger reinstecken und dann hast du Spaß im Leben. Das hat mir ganz gut gefallen, habe ich auch schon wieder nachgekauft. Ich mag die gerne, die wurden von euch auch mal empfohlen. So kriegt man halt auch wirklich einfach und sehr, sehr schonend Nagellack runter und man muss nicht diese ganzen Nagellack-Entferner-Pads, wie auch immer, entsorgen. Man hat es einfach hier drin. Mittlerweile ist es aber eine so kunterbunte Suppe, dass sobald ich meinen Finger reinstecke, er einfach komplett rot ist. Ja, das ist jetzt aber tatsächlich Restmüll, weil da ist ja Kram drin, das würde ich jetzt so nicht im Haus, also im
Dings entsorgen, ne? In, wie heißt das? Gelbe Sack. Dann habe ich ein Fixing Spray aufgebraucht und zwar von Love, das Perfectitude 3-in-1 Prime and Fix Spray. Das kannst du sowohl als Base, als auch als Setting, als auch als Refreshing Spray verwenden. Der Pumpkopf davon war okay, er war aber schon ziemlich anspringend. Also wenn ich dann eine Mascara drauf hatte, frisch, hätte ich es nicht verwendet, weil dann hätte das alles verschmiert. Ist aber ein schönes Produkt, was ich empfehlen kann, weil das konnte man auch super verwenden, wenn das jetzt halt so im Sommer war. Und man das so zwischendurch einfach mal übers Gesicht geben wollte, um wieder so einen kleinen frischen Kick zu bekommen. Da hat mir das wirklich gut gefallen. Dann habe ich hier auch noch ein Parfum aufgebraucht. Das fand ich sehr schön. Das war mein Sommerduft 2021 von Michalski Berlin, das Sunshine. Das habe ich auch diesen Sommer tatsächlich bekommen und auch in der Box drin gehabt und direkt aufgebraucht. 25 ml sind hier drin. Ist kein super teures Produkt, aber ein sehr, sehr schöner, pudriger Sommerduft. Den fand ich toll und den habe ich auch gerne getragen. Wirklich schön. Dann habe ich hier einen Pinsel aufgebraucht von BH Cosmetics. Das ist so ein typischer, ne, Problemfall. Haben wir versucht zu kleben, hat nicht funktioniert, weil das irgendwie sich immer wieder gelöst hat. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist er hin. Ist auch nicht schlimm. Ich habe genug Pinsel. Das ist einer gewesen, mit dem ich halt Concealer aufgetragen habe, Lidschattenbase aufgetragen habe und Creme-Highlighter aufgetragen habe. Der war gut. Wirklich gut. Schöner Pinsel. Von Urban Decay habe ich ein weiteres Produkt aufgebraucht und zwar All Nighter Setting Spray. Das ist geil, einfach long lasting. Ne? Da habe ich auch das ein oder andere im Backup. Kann ich empfehlen, weil das wirklich das Make-up hält über den Tag. Ne? Mochte ich gerne. Dann habe ich ja eben schon angekündigt, von How Cosmetics das Indigo Child Pearl Shine Elixir. Das ist ein richtig gutes Produkt. Das ist ein Primer. Kannst auch als Serum verwenden, wenn du halt sehr, sehr trockene Haut hast und ein bisschen Glow haben möchtest. Ich persönlich würde es jetzt eher weniger im Alltag verwenden, weil sobald dann Sonne drauf scheint, hast du halt diesen lila Schein auf dem Gesicht. Das, ich finde, man sieht das halt bei mir schon. Und ja, ich mochte das Produkt. Ich habe auch wieder ein Backup hier. Mega geil. Und ja, das hat wirklich matte Foundations so schön aussehen lassen. Hat mit jeder Foundation richtig gut funktioniert. Kommt in der Pipettenflasche, kann ich euch mega empfehlen. Ich finde, also das ist das erste Produkt, was How Cosmetics so rausgebracht hat und ich persönlich finde auch, dass es nach wie vor das beste Produkt von denen ist, weil du auch irgendwie so diesen Pflegeeffekt mit drin hast, ne? Mag ich. Ja, mein Wimpernserum, ne? Also genauso wie bei dem How Cosmetics Produkt, Claudies Welt 15 gibt 15% Rabatt bei Purish, auch auf Grande Cosmetics und das Grande Lash ist ja mein, in Anführungsstrichen, Wimpernserum, was einfach meine Wimpern hat explodieren lassen. Ja, hier sind Hormone drin enthalten, das heißt, man sollte aufpassen, wenn man schwanger ist. Da sollte man das nicht verwenden und ich mag das. Das ist einfach, ach, das macht einfach was mit meinen Wimpern und das macht sehr, sehr viel Heftiges mit meinen Wimpern. Ich lieb's, verwende das jeden Abend und so ein Ding hält bei mir ungefähr ein halbes Jahr. Genau. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht. Das sieht noch voll aus, ist es aber nicht. Von Giorgio Armani müsste das sein. Ein Liquid Lipstick. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe und so. 400. Lip Maestro, genau. Hier ist nämlich eine Folie drin und dann sieht es so aus, als wäre das noch voll. Ist es leider nicht. Habe ich anfangs bei meinen Adventskalender-Unboxings dieses Jahr getragen und hat mir richtig gut gefallen. Ist jetzt aber tatsächlich leer. Dann habe ich aufgebraucht eine Mascara und zwar von Benefit, die They Are Real Magnet Mascara. Meine Herren, die war aber ganz schön schnell leer, muss ich sagen. Die hat schöne Wimpern gemacht, ein tolles Ergebnis, aber hat sich sehr, sehr schnell aufgebraucht. War recht schnell eingetrocknet, das fand ich schade. Weil ich glaube, für dieses Produkt habe ich 16,50 Euro bezahlt, in der Mini-Größe halt. Ne? Und dass das so schnell leer ist, fand ich traurig, denn andere Mascaren, die halten und halten und halten und das hier nach 2 Wochen täglicher Benutzung war leer. Schade. Dann habe ich einen Lidschattenprimer leer gemacht. Von Essence You Better Work, der Eye Primer, das ist dieser hier. Der ist, ein bisschen ist noch drin, aber der ist relativ alt. Ich glaube, dass es einfach nach einer gewissen Zeit seinen Dienst gut getan hat, erwiesen hat, wie auch immer. Ist jetzt für mich aufgebraucht und ja, genau. Deswegen, der hat eine leichte Tönung mit dabei, sodass dann auch das Augenlid ein bisschen getönt wird und meine Äderchen zum Beispiel auch ein bisschen abgedeckt werden. Aber keine starke Tönung. Hat das Augen-Make-up gut gehalten, sodass da nichts verrutscht ist. Ich fand's gut. Dann habe ich eine Mascara aufgebraucht. Ja, das ist die MAC in Extreme Dimensions 3D Backlash. Nein, Black Lash Mascara, das ist die hier. Da gibt es auch eine ähnliche von, ich glaube, Essence oder von Catrice, die ein ähnliches Bürstchen hat. Die mochte ich ganz gerne, die hat auch ein schönes, ja, verlängertes
Ergebnis gezeichnet und die habe ich gerne getragen, wenn ich so ins Büro gegangen bin, ne? So Alltagslooks, wenn ich jetzt halt nicht mich kabam noch irgendwie schminke. Da war die ganz toll, hat mir gut gefallen und kann ich auch empfehlen. Die hatte ich auch in der Blissin-Box mal drin, die mochte ich wohl. Dann habe ich hier etwas, das habe ich mal geschenkt gekriegt von einer Zuschauerin. Ich glaube auch, dass es von Margret war. Das ist ein Lippenbalsam in der Duftrichtung Vanille gewesen. Ein schönes, schönes Pöttchen habe ich immer nach dem Duschen aufgetragen und dann halt wie eine Lippenmaske verwendet. Hat auch eine ganze Zeit gehalten, ein halbes Jahr oder so und dann ist es jetzt halt leer, ne? Ich fand das ganz schön und ja, fand ich toll. Hat meine Lippen gut gepflegt, hat sie nicht ausgetrocknet oder so. Mochte ich gerne leiden. Dann habe ich einen Primer aufgebraucht von Lancaster. Ihr merkt ganz schön viel, was ich aufgebraucht habe an dekorativer Kosmetik. Aber ich habe mich mittlerweile rangemacht, so wirklich sukzessive durch die ganzen Sachen mal durchzugehen. Das ist der Skin Life Shield and Glow Primer 2-in-1 Lichtschutzfaktor 30. Hat er jetzt sicherlich nicht gegeben. Ich habe da drunter ja noch einen fetten Sonnenschutz gehabt, ne? 10 ml waren hier drin. Das war ein gutes Produkt. Hat auch einen schönen Glow gegeben. Mochte ich gerne leiden. War halt jetzt nicht super viel Produkt. Ich persönlich finde, dass da jetzt nicht so Ultrafeuchtigkeit spendet oder so war. Genau. Dann habe ich hier meinen Liebling leer gemacht. 24 Hours Brow Setter von Benefit habe ich hier in der kleinen Größe. Gefällt mir. Tackert mir die Augenbrauen fest. Ich liebe ihn. Es ist einfach für mich eins meiner absoluten Lieblings-Make-up-Produkte. Ne? Ganz, ganz toller Augenbrauen-Gel-Geschichten-Gedönsen. Dann habe ich aufgebraucht, sogar drei Augenbrauenstifte. Ja, ich habe mich dran gemacht. Der war super schnell leer. Essence Micro Precise Eyebrow Pencil habe ich in der Farbe 02 Light Brown. Der war mir ein Müh zu dunkel. War super cremig, dementsprechend mega schnell aufgebraucht. Der hat, glaube ich, gar keinen Spoolie. Nee. Der hat ein... Nö, gar nichts hat der. Der hat einfach nur eine Mine gehabt. Der hat keinen Spoolie gehabt, der hat keinen Anspitzer gehabt. Ja, ne, also... Würde ich mir nicht nachkaufen, weil der halt zu schnell leer gegangen ist. Aber er war halt okay. Ne? Dann habe ich hier auch wieder einen aufgebraucht, der auch sehr schnell leer gegangen ist. Catrice Limited Ultra Precise in der Farbe 020 Medium. Der hat einen Spoolie mit dabei. Das ist auch einer meiner Lieblingsaugenbrauenstifte. Mag ich sehr gerne. Tolle Farbe. Toller Auftrag. Mag ich leiden. Dann habe ich auch noch einen weiteren aufgebraucht. Und zwar von She Glam. Das ist der Skinny Brow Pencil. Habe ich in der Farbe... Weiß ich nicht. Brush. Nee. Skinny Brow Pencil. Hier steht gar keine Farbe drauf, Leute. Naja, muss dann wohl auch irgendwie so eine hellbraun- oder blond-Geschichte gewesen sein. Auch der war halt relativ schnell leer, weil auch wieder so eine super feine Mine. Aber er war schön. Der hat mir wirklich gut gefallen. Den könnte ich mir sogar vorstellen, nachzukaufen. Dann habe ich auch wieder einen weiteren Primer aufgebraucht. Und zwar von Maybelline Face Studio Prime Illuminating Primer. Oh Gott, was hier los, ey. Ja, nee, mochte ich nicht so gerne, muss ich sagen. Also der hat wohl Glow gegeben, ja, aber es war jetzt kein Bärenprodukt. Da mag ich definitiv das von Hau lieber, vom Effekt her. Ja, würde ich nicht nachkaufen. Dann habe ich hier eine Seife leer gemacht, gehört aber zu dekorativer Kosmetik, weil damit habe ich meine Pinsel gereinigt von Pharma Verde, diese Olivenseife. Die fand ich nicht so gut, weil die ist sehr... Die hat meine Pinsel weiß gemacht. Ne? Also das, wenn man das halt gewaschen, abgetrocknet, ausgedrückt und so weiter. Also wirklich sauber nochmal nachgewaschen, die Pinsel. Trotzdem haben die so einen Weißschleier darauf bekommen. Das heißt, man kann nicht jede Seife verwenden, um damit die Pinsel zu waschen. Ich versuche aber immer mal wieder mein Glück, halt auch reguläre Handseifen zu nehmen. Stückseifen, anstatt dass ich mir halt Pinselseifen hole. Denn auch hier habe ich eine leer gemacht von Luvia, die Lavenderseife. Die habe ich, glaube ich, von Marion mal bekommen. Glaube schon. Die fand ich gut, ne? Luvia ist cruelty-free und vegan. Ja, aber es ist halt teurer, als wenn man sich eine Stückseife nimmt. Das muss man halt auch bedenken. Aber die war gut. Ja, hat auch einen schönen Duft gehabt. Dann habe ich einen Concealer leer gemacht. Der ist leer, den kann ich nicht weiter hochdrücken. Da oben ist halt noch irgendwie Produkt zu sehen, aber man kriegt es halt nicht mehr raus, weil man kann nicht mehr drücken. Geht nicht. Von Nivea ist es dieser Concealer gewesen. Habe ich in der Farbe, in dieser hellen Farbe gehabt. Ne? 4 ml waren da jetzt drin. Den fand ich ganz schön, der war sehr natürlich und den mochte ich gerne leiden. Wirklich. Den könnte ich mir sogar vorstellen nachzukaufen, aber ich muss erstmal hier ein bisschen was aufbrauchen. Ne? Einiges, ich bin ja schon fleißig dabei, aber ich muss noch einiges mehr aufbrauchen und dann können wir nochmal drüber nachdenken, den nachzukaufen. Aber jetzt aktuell ist es nicht mein Plan. Dann habe ich eine Nagelfeile aufgebraucht von Professional, keine Ahnung. Hier steht Washable und Desinfektionierbar drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch.
war auch relativ schnell uppe, muss ich wirklich sagen. Die war nicht so. Eine, die aber sehr so war, war diese Mascara von Catrice, die Iconista. Könnte fast als Dupe zur Nabla Visions Mascara durchgehen, ist aber aus dem Sortiment leider genommen worden. Das ist ein bisschen schade, muss ich wirklich dazu sagen. Aber ich mochte die gerne leiden. Also die hat einen ganz, ganz tollen Effekt gemacht. Anfangs dachte ich erst so, huch, aber das ist bei der Nabla Visions genau das Gleiche. Sehr, sehr viel Produkt dran, da muss man sich erstmal rantasten. Und gegebenenfalls damit zum Beispiel so eine Mascara hier von Catrice, das ist diese Lash Colorist Mascara. Die hat sehr weit auseinanderstehende und etwas längere Gummiborsten. Ne, da kann man das sehr gut mit auspürsten. Und wenn die dann halt sich eingegroovt hat, dann wird die halt immer besser. Und am Ende ist die halt richtig geil. Und ja, mega. Hat mir sehr gut gefallen. Jo, soviel zu dekorativer Kosmetik. Wow, das wird hier echt ein Marathon, ich sag euch das. Weiter geht es nun mit Körper sauber. Und da fange ich an mit einer intimen Waschlotion. Das ist die von Nivea Intimo Waschlotion Sensitive. Die hat mir ganz gut gefallen. Und ich verwende jetzt, seitdem ich irgendwann mal diesen Influencer-Markentest bla Gedönsen gemacht habe, auch wirklich explizit Intim Waschlotion. Weil ich gemerkt habe, dass es einfach mir und meiner Mumu sehr gut damit geht. Und deswegen wird es verwendet. Zu Körper sauber zähle ich auch irgendwie so ein Stück weit Deo. Weil es ist zwar nicht zur Reinigung, aber damit es nicht stinkt. Ja. Dove. Mit pflegendem Zink. Das hatte ich in der Beautybox mit dabei gehabt. Ohne Aluminiumsalze, bekämpft Bakterien und reduziert Geruch. Apfelblütenduft. Mochte ich sehr gerne. Hat mir gut gefallen. Würde ich mir wieder kaufen. Definitiv. Dann habe ich etwas verwendet. Das war ein Körperpeeling von Pastek New Seed. Keine Ahnung. Hatte ich, glaube ich, mal in der Blissim-Box drin. Ich glaube schon, alles Französische irgendwie schon. Ja, das ist ein Körperpeeling gewesen mit 30 Millilitern. Das war gut. Das hat meine Haut wohl gepflegt und gepeelt und so. Fand ich angenehm. Ne? Ja, war halt sehr schnell leer. Etwas, was gar nicht schnell leer war, ist das hier von Flora Mare gewesen. Das fand ich richtig klasse, hat mir gut gefallen, habe ich gerne verwendet. Und ja, ne, war auch mal irgendwann in so einer Asam Beauty Wundertüte mit dabei. Sifft ein bisschen, gerade wenn ich... Aber ich fand es schön, doch, ne? Eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Hat schön meine Haut gepflegt und gepeelt und gereinigt und ich mag das. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht von Biotherm. Das Duschgel, Le de Douche, Cleansing Shower Milk, 75 ml. Hatte so ein bisschen so einen leichten Kloduft, ne? Also diesen zitrischen Duft, das mochte ich nicht ganz so gerne. Hat die Haut aber sauber gemacht. Also da kann ich mich nicht beschweren, dass ich danach nicht sauber gewesen wäre. Dann habe ich von Rituals etwas leer gemacht. The Ritual of Karma, Shower Foam Full of Kindness, Schaum, nicht fluffig, aber vorhanden. Ja, das ist halt die Sache, ne? Wenn du hier diese Schaumviecher hast von Rituals, an und für sich sind die geil. Aber also, ne, wenn du es auch auf die Haut gibst, dann schäumt es halt so richtig. Aber wenn ich das so in die Hand mache, das ist so traurig. Ja, nachher auf der Haut fühlt sich das alles samtig, seidig an. Genau, aber ja, ja. Da finde ich zum Beispiel die von Bilou besser. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel. Cremiger Duschschaum. Das ist halt klasse. Ne? Das ist so richtig Schaum, Wolke, buff, kommt es da raus. Das war vom Duft halt auch her sehr, sehr angenehm. Ich fand es sogar ein Stückchen herb irgendwie. Weiß ich nicht. Also irgendwie, ja, fand ich das ein Stück herb. Keine Ahnung. Aber da finde ich den Schaum, der rauskommt, halt so klasse. Das hier ist halt wieder eins von Rituals gewesen, Ritual of Sakura. Das hat ganz schlechten Schaum in Anführungsstrichen wiedergegeben, genauso wie bei dem, was wir eben hatten, das Karma. Aber ich liebe den Duft Ritual of Sakura. Die Duschschäume sind aber tatsächlich nicht meine präferierten Produkte. Ich habe auch aktuell das von Ritual of Meer unter meiner Dusche stehen. Wie gesagt, nicht unbedingt mein liebstes Produkt. Dann, aber der Duft ist geil, ja. Dann hat die liebe Sophie von Mary Kay mir Satin Hands mal geschickt. Das ist so ein Handpeeling. Das verwende ich immer, wenn ich, oder habe ich verwendet, als ich den Selbstbräuner-Booster aufgetragen habe, damit man halt keine gebräunten Handinnenflächen bekommt, weil da machst du das natürlich nicht so schön und wie auch immer. Dann hast du hier ja, also man hat vorher die Hände dann ja auch nicht gepeelt oder so. Man hat Hornhaut da drauf und so. Und dann ist das alles nicht so ebenmäßig und du hast es meistens dann so zwischen den Fingern oder so. Deswegen, Handpeeling hilft da auf jeden Fall. Und das fand ich auch sehr gut übrigens. Dann habe ich hier auch etwas aus dem Isana Adventskalender vom letzten Jahr aufgebraucht. Das ist die cremige Dusche. Sofortpflegekomplex. War okay. Ne? Also war ein angenehmer Duft. War aber jetzt auch nicht überragend.
ja, fand ich okay. Dann habe ich aufgebraucht ein weiteres Deo, denn es war ja doch vielleicht so ein bisschen wärmer gewesen. Ne? Von 8x4, Nummer 4, Vibrant Flower, das mochte ich mega gerne. Das war ein ganz, ganz toller Duft. Hat auch schön gehalten und geschützt. Ne? Das mochte ich sehr gerne. Dann habe ich ein festes Produkt zur Reinigung aufgebraucht und zwar von Foamy, die feste Duschpflege mit Pfefferminz und grünem Tee. Den Duft mochte ich gar nicht, die Reinigung war cool, weil das halt auch so ein bisschen hubbelig war und dementsprechend, also jedenfalls am Anfang, ne, irgendwann haben sich natürlich diese Hubbel aufgelöst. Das war ganz angenehm, so ein leichter Massageeffekt, den man dann dabei hatte. Fand ich ganz schön und das konnte man auch schön aufhängen in der Dusche. Das hat mir gefallen. Und als letztes Körpersauer-Produkt habe ich den Einhorn-Zauber hier aufgebraucht. Duschschaum für zarte Kinderhaut. Ach, auch hier erwachsene Frauen können das verwenden. Auf pflanzlicher Basis, duftet nach Apfel. Mochte ich eigentlich ganz gerne, auch wenn es einfach quietschegrün war. Ich fand das total fancy. Also ich habe es hart gefeiert, als ich das verwendet habe. Doch, das mochte ich. So, Schluck trinken. Und dann kommen wir nach Körper sauber zu Körper cremig. Und bei Körper cremig habe ich zuallererst ein Produkt von Dalton, die Body Care Perfect Silhouette Anti-Cellulit Concentrate. Das ist so ein Airless V, also das, wenn man das halt sprüht, kommt es immer wieder hoch und ist irgendwann ganz oben und dann kommt nichts mehr raus. Und irgendwie, ich glaube, ich muss niesen. Oh, aber es will nicht. Oh, unangenehm. Okay. Ja, fand ich gut. Habe ich auf meinen Oberschenkeln verwendet. Genau, meine Oberschenkel. Hat das jetzt Zellulite wirklich weggemacht? Nein, natürlich nicht. Ich habe auch keine riesengroße, krasse Zellulite. Das, was halt mein Hauptproblem ist, ist, dass ich Dehnungsfugen habe. Also ich habe Schwangerschaftsstreifen an den Oberschenkelinnenseiten zum Beispiel und pflege die halt entsprechend mit Produkten. Und das habe ich da halt auch aufgetragen. Ich finde schon, dass es die Haut so ein bisschen zarter, geschmeidiger. Ich weiß nicht, ob es aufgeplumpter gemacht hat, aber mir hat es auf jeden Fall gefallen. Doch, ein schönes Produkt und ich wäre nicht traurig drum, wenn ich es mir wieder holen würde, sage ich jetzt mal, weil ich das echt gut fand. Also, das war schön. Dann habe ich hier noch ein weiteres Produkt von Bilou aufgebraucht, die Schaumlotion Silver Sparkle. Da hatte ich ja auch das passende Duschprodukt zu gehabt und das mochte ich ganz gerne. Also ja, auch hier wieder ordentlicher Schaum gehabt. Also wenn es wirklich ganz schnell gehen sollte, konnte man das nehmen und einmal kurz was in die Hand und wupp, ließ sich halt super schnell verteilen. Ist auch schön eingezogen. Mochte ich gerne. So, dann habe ich ein weiteres Produkt von Dalton aufgebraucht und zwar Face Care Push-Up-Effekt. Achso, ja, Neck- und Dekolleté-Creme. Das habe ich halt für meine Hupis, Dekolleté und Hals halt verwendet. Ne? Es ist halt einfach so, dass man mit der Zeit irgendwann da so Knitterfalten bekommt, auch wenn man keine exorbitant krassen Hupis hat. Ja, kommt halt. Bin halt auch nicht Jungs. Und Hals sowieso. Und da habe ich es angewendet und es hat mir gut gefallen. Es hat ein wirklich schönes Hautgefühl hinterlassen. Mochte ich super gerne und ja, mega. Fand ich gut. Fand ich wirklich gut. Hier habe ich eine Body Lotion, die hatte ich in der Goodiebox drin. Die kam leider schon so ein bisschen, ja, die geht nicht zu, ne, bei mir an. Now Bay Brighten Empathy Orange Vitamin C 2 Body Milk Lotion, keine Ahnung. Body Lotion. Ja, fand ich okay, ne? Die ist auch relativ schnell eingezogen. Das hatte so einen leicht orangigen Duft. Hätte ich normalerweise weitergegeben, aber die kam ja schon ein bisschen kaputt bei mir an. Deswegen habe ich es einfach aufgebraucht. Und ich mag nicht so gern diese zitrischen Düfte. Aber jetzt so, als es ein bisschen wärmer war und sommerlicher war, hat mir das ganz gut gefallen. Das war so ein leichter, frischer Kick dann. Dann habe ich etwas verwendet, auch für meine Oberschenkelinnenseiten von B-Oil. Ein Hautpflegeöl. Ich glaube, das hatte ich in der Beauty.at-Box mit drin. Ja, das ist halt ein Öl, ne? Aber es macht schon eine schöne Pflege. Und jo, hat alles so ein bisschen weicher gemacht und auch aufgeplumpt, genauso wie halt auch das Silhouette Spray von Dalton. Und ich verwende am liebsten tatsächlich auf meinen Schwangerschaftsstreifen, die ja nicht von Schwangerschaft kommen, sondern vom Wachsen, dafür verwende ich am liebsten Öle. Ja, mag ich einfach von der Haptik am liebsten und jo, deswegen habe ich aufgebraucht, fand ich echt gut. Dann habe ich von Ultrasun eine Aftersun-Lotion aufgebraucht, Skin Soothing Gel, ein hautberuhigendes Gel für sensible Haut. Habe ich verwendet, nachdem ich zum Beispiel im Garten war und dann war ich ja duschen. Und wenn es dann draußen, ne, ein bisschen mehr Sonne auf die Haut, hat schön beruhigt und meiner Haut gut gefallen. Mochte ich gerne leiden und ja, ein schönes nach der Sonne Pflegeprodukt.
Dann habe ich ein Produkt, das habe ich von dem lieben Danny bekommen, hatte ich im Tauschpaket. Vielen, vielen Dank. Kann ich hier oben mal verlinken. Escada Summer Festival, eine Moisturizing Perfume Body Cream. Heidenai, hat die gut gerochen. Ich habe diesen Duft echt gerne gemocht. Ist halt sehr, sehr stark parfümiert. Ist nicht so extrem pflegend, aber ich mochte den Duft sehr gerne. Und ich habe danach auch sehr gut gerochen und mein Freund mochte den Duft auch gerne. Ja, fand ich schön. Dann habe ich ein Produkt hier ebenfalls von Isana aus dem letzten Adventskalender. Eine leichte Bodylotion, 48 Stunden Feuchtigkeitspflege und Vitamin E. Hier habe ich aufgeschrieben, Schwitzi. Ja, das heißt, ich habe tatsächlich hier enorm mit geschwitzt. Das ist nicht so geil, ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich dadurch so die Beine oder auch der Körper und so weiter. Das war ganz, ganz unangenehm. Mochte ich nicht so gerne. Und dann habe ich ein Produkt hier aufgebraucht von Hawaiian Tropic Silk Hydration mit Lichtschutzfaktor 15. Habe ich dann natürlich nicht als Sonnenlotion verwendet. Also das war für mich einfach eine Bodylotion, die ich dann angewendet habe, die auch so ein bisschen Schimmer mit drin hatte, was auf dem Bein natürlich sehr schön ausgesehen hat. Hey, die Sonne! Yay! Kommt raus, ja. Jo, die fand ich ganz schön, mochte ich gerne leiden, aber man sollte halt wirklich bedenken, dass das Ding dann schimmert. Ne? Glitzert nicht, schimmert, aber trotzdem. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich, ein Superfood-Serum, das habe ich für meine Hubis verwendet, das hat mir auch ganz gut gefallen. Four Sigmatic Superfood-Serum with Reishi und soll Glow geben. Ne, Quatsch, das habe ich für meine Mumu verwendet, ne? Sie hat nicht gestrahlt im Dunkeln, nein. Aber es ist halt so ein Ölprodukt gewesen, hat ihr gut gefallen, hat gut gepflegt, mochte ich gerne. Ne? Hat halt das Glas hier verhindert, dass da irgendwie Rasurpickel oder sowas gekommen sind. Dann habe ich hier etwas verwendet von Eucerin, eine Handcreme Urea Repair Plus, 5% Urea Handcreme. Und wir haben ja auch gelernt, dass Urea sehr gut für die Haut ist. Und habe ich abends verwendet, hat mir gut gefallen, hat sehr reichhaltig gepflegt, sehr, sehr reichhaltig. Urea und Ceramide und NMF, sehr trockene, strapazierte Hände, definitiv. So für nach der Gartenarbeit war das echt ein klasse Produkt. Dann habe ich ein Produkt verwendet, das habe ich aber für die Hupis verwendet, oder? Ja, von Avant, ein Pink Orchid Subtle Restoring Overnight Serum. Habe ich erst im Gesicht angewendet, hat mir dort nicht gefallen und deswegen ist es dann eine Etage tiefer gewandert. Das ist bei den meisten Gesichtsserien, die mir nicht gefallen, der Fall. Und da hat es mir ganz gut gefallen. Jo, ne, hat gestrafft, hat alles glücklich gemacht. Und dann habe ich verwendet von Lancaster den Golden Tan Maximizer. Ich weiß nicht, ob dadurch meine Bräune in Anführungsstrichen einen Monat länger hält, wage ich zu bezweifeln. Fühlt sich aber schön an, duftet gut, gibt ein schönes Hautgefühl, mochte ich gerne leiden. Doch, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil viel zu teuer dafür. Und für die Füße habe ich noch was verwendet und das ist die Balea Fußbutter mit wertvoller Cupuaçu Butter und nativem Kokosöl. Intensive Pflege, kann ich unterschreiben. Das hat definitiv meine Füße gut gepflegt. Habe ich auch von der lieben Marion mal in einem Paket bekommen. Ich glaube, ein Trash-Paket war das. Mochte ich sehr, sehr gerne. Wow. Krass. Schon so viel leer hier. Mhm. Jetzt kommen wir zu Raumdüften, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Da habe ich zuallererst etwas leer gemacht von Wellness and Beauty. Das bekommt man im Rossmann. Ich glaube, das gibt es auch noch dort. Ist ein Dupe zu dem Deep Sleep Pillow Spray. Ist aber vom Duft her ein bisschen anders. Gibt aber auch unterschiedliche Geruchsrichtungen dort. The Spirit of Scandinavia, Bett- und Körperspray, skandinavische Wiesenblumen, habe ich bei uns halt aufs Bett, auf die Kissen gesprüht. Hat einen schönen, frischen Duft gegeben und einen eingeladen, dort ins Bett zu kommen. Es hat also sich angefühlt, als hätte man gerade frisch bezogene Bettwäsche drauf. Mag ich gerne leiden, fand ich echt klasse und werde ich mir wieder kaufen, wenn ich das nächste Mal beim Rossmann bin. Dann habe ich etwas aufgebraucht. Das ist eine Kerze Glade Relaxing Zen gewesen. Die ist so ausgebrannt, also unten drin hat man noch ein bisschen was drin. Ich mochte den Duft gerne. Es war halt so ein Rosenduft, ne? So ein blumiger Duft. Diese Gläschen bewahre ich übrigens auch, weil ich habe mittlerweile jemanden, der mir gesagt hat, bewahre sie auf, ich möchte sie dir gerne abnehmen. Gut, ne, kommt hier aus der Gegend, läuft und ja, deswegen wird es aufbewahrt. Finde ich total schön. Ja, so gemütlich Kerzen anmachen und so. Mag ich sehr, sehr gerne. Und weil ich das so schön und gemütlich finde, habe ich noch eine weitere Kerze angemacht. Das ist von Ikea eine gewesen. Ich glaube, das war diese Kaffee.
Kaffeegeschichte oder Vanillegeschichte. Kann ich gerade nicht identifizieren. Die war nicht so intensiv vom Duft her, hat aber ein schönes Gläschen, ne? Die ist so runtergebrannt, auch da sieht man unten noch ein bisschen was drin, aber ansonsten ist sie eigentlich schön runtergebrannt. Jo, hat mir auch gut gefallen. Würde ich jetzt vielleicht nachkaufen, aber hat nicht so den intensiven Duft gegeben. Vielleicht so als Begleitkerze. Dann habe ich hier etwas, das habe ich auch immer wieder neu befüllt, aber mittlerweile ist es einfach Opa von Rituals. Das ist das, da war mal drin das Ritual of Ayurveda. Ja, und dann habe ich immer wieder neue Düfte reingefüllt und dann haben diese Viecher den Duft halt abgegeben. Ja, mochte ich ganz gerne, war aber relativ schnell leer, klar, ne, wenn man halt alle Viecher da reinsteckt. Aber wir haben auch sehr große Räume, deswegen geht es bei uns immer recht zügig. Dann habe ich hier etwas, das habe ich, oh. Das ist ein bisschen angekugelt, sehe ich gerade. Wow, läuft bei ihr. Ja, stand wohl in der Nähe von der Kerze. Von Sensi, das habe ich auch von einer lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen. Blue Grotto, mochte ich sehr, sehr gerne, diese Duftblumen. Ne? Die hat halt hier so ein Docht drin und da zieht sich dann die Feuchtigkeit hoch und dann versprüht sie diesen Duft. Auch die habe ich immer mal wieder aufgefüllt und jetzt ist sie halt leer. Ich fand das cool. Ich fand das auch optisch sehr hübsch und ich habe keine Ahnung, warum das hier an der Seite so angekuckelt ist. Was habe ich denn da angestellt? Keine Ahnung. Es stand am Kamin. Vielleicht hat mein Freund aus Versehen mal den Kamin angemacht. Ich weiß es nicht. So ist das mit allen, ne? So, dann habe ich hier etwas bei uns im Badezimmer gehabt und zwar von Airwick. Da haben wir diesen Spender, der das automatisch immer raussprüht. Lifesense-Düfte, die sich verändern. Okay, Sommervergnügen. Das mochte mein Freund nicht so gerne. Ich mochte das aber sehr gerne. Und ja, da haben wir ungefähr eins im Monat, was dann aufgebraucht ist. Ja, ich finde die klasse. Hole ich immer wieder. Das hier war auch mal in der Tao-Box mit drin. Ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten, weil hier steht Happy Christmas drauf. Von Baldini bei Tao Oasis. Ja, irgendwie... Nee, also dieser Duftbaum hat nicht wirklich was abgegeben. Ich habe das dann nachher umgefüllt in eins von den Viechern halt, ne, sodass es dann hochgezogen und anderweitig halt. Aber dieser Baum hat nicht wirklich viel abgegeben und der sieht so aus, als wäre er nass, aber der hat nie wirklich Duft abgegeben. Stand bei uns im Flur und der Flur ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner Raum bei uns. Keine Ahnung, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen Raum. Spray, genau, das habe ich umgefüllt. Ne, das habe ich auch in eins der Viecher umgefüllt. Baldini, viel mehr Bio-Raumspray, weil ich eine faule Olle bin, die einfach keinen Bock hat, das Ding in die Hand zu nehmen und zu sprühen. Deswegen habe ich es umgefüllt. Fand ich aber klasse, war ein toller Duft. Sehr aquatisch und frisch. Und das war eine ganz gute Geschichte, so im Sommer. Ja, da hat mir das sehr gut gefallen. Dann habe ich auch noch den Klassiker, das Deep Sleep Pillow Spray von This Works leer gemacht. Das ist so ein kleines Vieh gewesen. Fand ich klasse. Liebe ich. Absoluter Favorit. Dann hat die liebe Miss Curly Jen Wachse, die sie rausgebracht hat. Das Miss Curly Wax. Ne? Findet man dort auch bei ihr auf Instagram. Schaut gerne vorbei. Verlinke ich euch in der Infobox. Das Poison Tube haben wir bei uns im Melt Warmer gehabt. Das fand ich sehr, sehr intensiv und angenehm. Die Frühlingsperle fand ich sehr schön. Das war dezente frische Wäsche, habe ich mir aufgeschrieben. Sowas ist mega mein Duft. Ne? Finde ich klasse. Und Cozy Puppy, frisch gewaschene Wäsche, das ist sehr intensiv. Ne? Genau. Schaut da einfach mal vorbei. Sie macht immer wieder Wachse und dann könnt ihr die dort finden. So, last but not least kommen wir zu Sonstigem. Also im Prinzip ist es Haushalt und Essen und sowas. Ne? Eine Fusselrolle für Sammy habe ich geholt aus der Ideenwelt. Die ist wiederverwendbar gewesen. Finde ich nicht so geil. Das ist so ein Klebevieh, also irgendwie ganz merkwürdig, so gummiert oder so. Nee, also da haben die anderen Fusselrollen, die wir so haben, die irgendwie aus Stoff bezogen sind, so, die kommen da einfach besser mit klar, ne? Also hier, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so empfehlen. Dann habe ich einen Tee hier, mega, kann ich euch voll empfehlen. Alles, was so sommerlich ist oder wie auch immer, wenn ihr euch, ne, was gönnen wollt. Kühl und lecker, lecker von Milford. So, so geil. Habe ich immer einen Krug gefüllt und dann habe ich das über den Tag getrunken. Mega. Liebe ich. Also das ist Eistee Zitrone gewesen. Eine ganz, ganz leckere Geschichte. Und das ist halt extra zum Kalttrinken. Ich gebe mir auch mittlerweile einfach Tee, den man normalerweise aufbrühen sollte. Ne? Einfach so kalt irgendwo hin und dann lasse ich den halt ein bisschen länger ziehen. Mega. Liebe ich. Dann habe ich ein Maniküre-Pediküre-Set mir gekauft. Von auch der Ideenwelt.
Da muss ich mich noch ein bisschen rantasten, weil ich traue mich noch nicht so richtig. Aber irgendwie fand ich es cool. Ich habe das sowohl bei der Pediküre als auch bei der Maniküre schon mal ausprobiert. Der Nagellack hält definitiv besser. Und man kriegt dadurch wirklich ein schöneres Ergebnis auch mit Nagellack und so. Ne? War schon cool. Gibt es dort auch, glaube ich, immer mal wieder zu kaufen. Ist ja super günstig mit 6,99 Euro. Für zu Hause zum Ausprobieren vielleicht mal ganz nett, ne? Aber es sind halt super viele Aufsätze dabei, wo ich einfach Angst vor habe und wo ich gar nicht so genau weiß, was es ist. Aber ich probiere mich dann auch immer weiter durch. Ja. Die hier haben wir auch leer gemacht. Ja, ne? Facel, diskret, Desinfektionstücher. Die verwende ich halt auch super gerne, wenn ich hier einen Fullface-Schminke gemacht habe und das Produkt jetzt, keine Ahnung, nicht jetzt hier direkt auf meinem Schminktisch stehen lassen werde, sondern wieder zurückräume. Dann wird das hier mit einmal abgewischt oder ich sprühe das halt auch mit Desinfektionsgedünsten an. Reiner Alkohol nimmt man da am besten für, lässt es dann trocknen und geht dann nochmal mit dem Tuch hier so drüber. Dafür hatte ich das halt verwendet. Ist hier bei mir am Schminktisch immer und so bleibt halt alles immer ein bisschen sauberer und es hält einem auch einfach länger. Ne? So. Genau. Dann habe ich hier auch von der lieben Alina von Be Home, das ist von Beeper ja die Eigenmarke, lieber Wischi als Waschi. Das habe ich verwendet, um einfach mal so über Oberflächen drüber zu wischen. Das sind halt Allzwecktücher. Allzwecktücher mochte ich gerne, hat mir gut gefallen. Eine Empfehlung möchte ich aussprechen, was Strumpfhosen angeht. Die Faszino-Strumpfhosen sitzen bei mir richtig gut. Soft bunt, das ist die beste Variante, finde ich. In der Farbe Nude. Ich habe die Größe M, 42, 44, weil ich halt sehr, sehr lange Beine habe. Ich habe aufgeschrieben, passt super bei mir, auch wenn ich sie bis zu den Hupen hochziehen kann. Ja, das ist halt die Sache. Wenn ich mir diese groß hole, damit es halt an den Beinen passt, kann ich die meist bis nach oben hindurchziehen. Ist einfach so, ne? Aber ich habe halt lange Beine und da brauche ich halt ein bisschen längere Strumpfhosen. 1,73 bin ich groß. Feuchtes Klopapier haben wir aufgebraucht von Cotonelle. Ist eine ganz angenehme Geschichte, sowohl wenn man halt sein Geschäft etwas größer erledigt hat und es einfach irgendwie, ne, wenn du halt nicht mal eben direkt danach unter die Dusche springen möchtest. Ich habe sogar in meinen Kommentaren gelesen, dass manche sich genau aus diesem Grund so eine Po-Dusche gekauft haben. Finde ich auch irgendwie interessant und denke ich auch tatsächlich drüber nach. Ja, aber das sind halt hier so, ne, Popotücher. Auch ganz angenehm, wenn man die Erdbeerwoche hat, ne? Es ist einfach vom Gefühl her netter. Das sind Desinfektionstücher für Hände und Flächen. Das hatte ich in der Handtasche mit dabei. Und wenn ich dann irgendwie einkaufen war, dass ich da eben über den Einkaufswagen gehen konnte. Ja, es stehen eigentlich überall diese Desinfektionsspender, aber was soll ich dazu sagen? Manchmal sind sie auch nicht mehr so gut ausgestattet und manchmal sehen sie auch einfach nicht mehr so schön aus. Und dann habe ich lieber selber sowas einfach auch in der Handtasche für den Fall der Fälle. Und ja. Etwas, was ich euch mega empfehlen kann, Waterdrop, Leute, trinkt mehr Wasser. Ihr habt safe in diesem Video auch eine Einblendung von den Waterdrops bekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich dieses Wort hier habe und die auch in der Infobox verlinkt habe. Ja, ich mag die aber. Ne? Ich mache auch bald den Waterdrop Adventskalender auf, freut euch da auf jeden Fall drauf. Und ich habe hier die neue Limited Edition Vibe gehabt, da hatte ich zwei Stück von, die habe ich ausgetrunken quasi. Mochte ich sehr gerne, die war mit Physalis, Rosmarin und Pfefferminze. Sehr frisch, ne? Also passend für den Sommer tatsächlich oder für den Spätsommer. Ich fand die klasse. Mochte ich gerne leiden. Und der Code ist ClaudiYouTube. Gibt 5 Euro Rabatt ab 25 Euro Mindestbestellwert, ne? Schon eine geile Kiste. Und dann habe ich hier noch aufgebraucht das Color-Waschmittelkonzentrat von Denk mit Nature. Ist halt in so einer praktischen Verpackung, also eigentlich unpraktischen Verpackung, aber in so einer ressourcenschonenden Verpackung. Und das habe ich mir halt umgefüllt, ne? Weil ich hatte ja noch so Waschmittelbehälter da und da konnte ich das reinfüllen. Dann kann man das einfach schöner in die Waschmaschine einfüllen. Ja, und ja, hat meine Wäsche auf jeden Fall sauber gemacht, ne? Kann ich mich nicht beschweren. Und als letztes Produkt in diesem Aufgebraucht-Video habe ich hier eine Kosmetiktücherbox, steht bei uns immer am Wohnzimmertisch, der quasi auch unser Esstisch ist. Böse, böse. Wenn wir irgendwann mal Kinder haben, haben mein Freund und ich beschlossen, dass wir dann erwachsen werden und am Esstisch essen werden. Ja, aber wir sind halt so typische vom Fernseher ist Menschen. Ganz furchtbar, ne? Ja. Das hier sind die Recycelten von Ebelin. Die finde ich einfach total super. Die sehen hübsch aus, die erfüllen ihren Zweck und die kaufen wir immer wieder. Ja, mag ich gerne. Und das war's hier. Auch mit dem Aufgebraucht-Video. Ging auch schon wieder lang genug, aber hey, 2 Stunden haben wir nicht vollgekriegt. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ihr auch schon Produkte ausprobiert habt, die ich hier euch gezeigt habe. Wenn ihr noch dran sein solltet, wow, herzlichen Glückwunsch, vielen, vielen Dank. Du bist echt ein Pro.
Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.